Mein Gold ist meine Macht und bald werde ich auch die Armee dazu haben, um meinen Gegner zu besiegen. Und damit herzlich willkommen zurück zur siebten Mission von Die Siedler 7 und mittlerweile zu Video 5. So, dann reißen wir mal den Hintern auf. Die Leute werden mittlerweile so stark, dass es mir erlauben kann, die ganze Zeit auf Geschwindigkeit 4 zu sein. Mein Gegner hat halt so viel keine Gulden. Das ist ja schon mal echt Knorke. Und ich erreiche 77%. Holz ist ein bisschen ein Problem. Ich habe mal in einen Holzfäller umgesetzt, weil hier ist es sehr viel Holz und das wurde durch den gleichgesetzt durch den Förster, der hier ist. Ne? Hier haben wir einen Förster, der hier gar nicht so viel Platz. Das ist schon okay so, der Holzfäller ist sogar schon fertig. Sehr, sehr gut ist, das hilft mir nämlich hier eindeutig alles besser zu transportieren und mehr zu produzieren. Ja, und hier ist auch gleich das zweite Lagerhaus fertig. Habe ich eine Festung gebaut und da wollte ich noch eine Festung hin. Gold eingelagert in der Festung. Ich glaube nicht, dass das geht. Ja, mittlerweile ist auch eine ganze Menge Zentrallager, aber ja, umso besser. Ist auch überall Gold und die Leute wachsen. Neues Lager ist fertig, machen wir das an. Das passt auch, dann kann hier noch mehr nach hier unten gelagert werden. Umso besser. Ja, alles nach oben gelagert werden. Was auch schön ist. Wir sollten ja jetzt langsam ein bisschen aggressiver werden. Ah, noch ein Lager ist fertig. Also besser. Da, ich habe noch einen neuen Steinmetz. Ja, allein sind 25. Das sind 6, das macht 20, das macht 3.
30. Ich habe die 50 erreicht. Das, was wir zurücklassen können. Gut, mal machen. So, und dann können wir nämlich versuchen. Oh ja. Angriff! Und dann nehmen wir ihm zumindest erstmal sein Hauptlager weg. Je nachdem, weit er sich ausgebaut hat, kann es sein, dass es nicht reicht, aber ich sag mal so. Eine Kampfkraft ist stark genug. Wir bauen uns weiter aus, was die Kampfkraft angeht.
Okay, du Arsch. Ich hab mir einfach Eisenminen geklaut. Der Saftsack. Hab ich nicht gesehen. Warten, bis die Leute kommen. So, hier sind wir wieder 55. Ha, auf 107. Ha. So, das haben wir gewonnen. Ich würde gerne das Abgrund hier gewinnen. Hier habe ich gewonnen. Na gut. Gut, dann haben wir dann noch gerade hier mittlerweile 8:50. Nein, das ist gut. Ich kann es auch noch ein bisschen schneller machen. Wie weit können wir denn über den Schnee? Super, so, wir holen jetzt hier noch einen Steinmetz. Noch mehr Eisen gefunden. So, die Idee ist. Eisen bauen. Super.
Fangen wir mal Angriff. Und gucken wir mal. Haben wir denn mittlerweile an eingelagerten Gold genug? Mittlerweile alles. Und ein Lagerhaus. Schade, den können wir nicht anwerfen. Aber ich würde mal sagen, wir sollen uns ja aggressiver zeigen. Das an. Und das. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Lagern noch einiges, was abtransportiert werden kann. So, wir haben hier jeweils gewonnen. Das ist schön. So, das heißt, wir können auch sagen, hier machen wir noch einen Fischer hin. Machen wir die leer. So, die Mine war also leer, deswegen haben wir die Goldmine abgerissen. Jetzt werden wir hier noch den Weg entfernen, weil ich diese sinnlose Wege nicht brauche. Fisch, den wir produzieren, ich glaube, das ist ganz gut. Das angreifen mit 5. Das angreifen mit 5. Wollen wir, aber das kann ich nicht angreifen. Schade. Immer wieder den Salat. Na gut. Wir sollten mal etwas gucken, wie viel Waren haben wir denn? Also haben ganz viel. Davon haben wir ganz viel. Davon haben wir noch ein bisschen und davon. Okay, also wir sollten definitiv noch eine Schmelze bauen. Aber es irgendwo können. Das ist am besten hier unten.
So, wir bauen da noch eine Schmelze hin. Ich hoffe, wir machen unseren Diener damit viel Schindereien. Und noch. Als nächstes wollen wir uns nämlich gewonnen und ein Lagerhaus kaputt gemacht. Das war mir wichtig. Das hat seiner Wirtschaft bestimmt geschadet. So. Schon mal schön reinhauen. So, und ich würde aber sagen, mit dieser Reihe an Siegen befinden wir uns wieder am Ende des Videos. Ja, und dann versuchen wir doch mal im nächsten Teil endlich hier dieses Schloss kaputt zu machen. Ich habe schon mehrere Angriffe gestartet. Irgendwie klappt das noch nicht ganz so gut, wie ich mir das wünsche, aber beim nächsten Mal. Ich werde seine Wirtschaft hier immer weiter kaputt machen und dann werden wir hier gewinnen. Das heißt, danke, dass ihr mir bis hier beim Siedeln zugeschaut habt. Ich wünsche euch selber viel Erfolg und Spaß beim Siedeln. Und wir sehen uns in der Endcard. Bis dahin, viel Spaß wünsche ich euer Aha. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Danke, dass ihr bis hierhin mit mir gesiedelt habt. Ein weiteres Video findet ihr oben links. Meinen Kanal abonniert ihr oben rechts. Neueste Trailer und Soundtracks findet ihr auf dem Kanal von Trailerkommando. Den Link dazu unten rechts. Und unten links findet ihr meine Shorts-Playlist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin viel Spaß beim Selbersiedeln. Wünscht euch euer Aha.